Wie viele Primatenstufen gibt es eigentlich? Das habe ich vergessen. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh, ich habe was verpasst, was man anklicken kann. Oh, no. Ich hätte jetzt gesagt, vor allem Prudentia und Besonnenheit waren ja dann hat hier Besonnenheit gedrückt und dann kam Prudentia. Deswegen hätte ich ja erwartet, dass was. Okay, trocken. Oh no. Seit meiner Ohnmacht. Ich kann mich ganz grob noch daran erinnern, dass man, wenn man wollte, was vom Prowl-Markt an die schicken kann. Also das ist so dunkel noch in meiner Erinnerung drin. War heute nicht irgendwie Angebot für Pizza? Nee, das doch ist es. Gib mir 4 Pizzen. Nein, ich will nicht, dass Daddy hier jemanden anruft. Aha. Ich weiß, du bist nur eine Ablenkung. Ich wette, ein paar davon sind einfach nur Ablenkung. Hui, hallo. Okay. Station Nummer. Okay. Schicht 9 bis 20 Uhr. Okay. Gut zu wissen. Hallo da. Oh. Jupp. Würdest du wie ein. Okay. Hier ist dein Trinkgeld. Langweilst du dich? Schockierende Dinge können im Restaurant passieren, in dem nur Maschinen speisen. Okay. Okay, haben wir 5 bis 21 Uhr Gassi gehen. Okay, go, go, let's go. Erster Job, der geht. Sechzehn bis neun. Sechzig für vier. Wie viele Stunden? 11 Stunden. Excuse me? Colin Trevin. Kann ich das Video verkaufen? Okay, das heißt, der Käfig wird geprüft. Was hätte ich machen sollen? Ups. Ups, das ist wahrscheinlich das Seltsame, was dann passieren kann. Du schläfst, ne? Okay, es ist 2 Uhr nachts. Meine Regale füllen sich. Yay. Okay, meine Vermieterin kommt heute noch nicht. Soll ich sie morgen anrufen? Du hattest wie viele Stunden bis zum 9 Stunden? Warte, Moment, Moment, Moment. Ich wollte doch den Job hier machen. Ah, oh, jetzt habe ich ein Brrrr gehört. Ich hoffe, das war kein wichtiges Brrrr. Nice. In 5 Stunden. Dann kann ich jetzt 4 Stunden schlafen. I don't know. Ich brauche El Money. Ein Tag bis. Wie viele Stufen gibt es?
Oh, die Vermieterin wird heute vorbeikommen. Oh. Oh, die rechnen den Tag von 9 bis 9. Ja. Lebt. Nach dem Sonderbericht von Shock TV behauptet die Regierung, dass sich bei den Bildern um eine schlechte Fälschung handelt. Die Familie der Astronautin und eine Plattform hat die Plattform bringt den Captain heim. Ja, verkohltes Leichenpaar in LKW gefunden? Das Paar, das in der letzten Sendung von Shock TV geoutet wurde, wurde an Vordersitz gekettet und verbrannt. Die hauptverdächtigen Mitglieder der städtischen Miliz von Heaven Hills lehnte jeden Kommentar ab. Regierung kauft Korrektur. Okay, 33% Obst. Okay, 25%. Ich habe noch 4 Tage. Okay, hier ist nun wieder eine neue Aufnahme. Aha. Kann ich das nochmal verkaufen? Weniger interessant, aber trotzdem. Das heißt, Melissa Rush. Da können wir gleich nachsuchen. Komm, wir holen dich raus. Go, go, let's go. Go, go, let's go. Wir sind hier die... Raushol... Aha. Ja, Schadensersatz. Aha. Aha. Regenschirm, okay. Und dann bin ich aufgewacht. Aha. Das ist das mit dem, Oh, komm schon. Hallo. Ja. Ich hab's auch eilig. Ich hab's auch... Okay, Ende der Aufnahme hier. Hier gerade vorbeigelaufen. Okay, 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 okay. Ja. Oh, so viel, das passiert. Oh, kann ich mir neue Käfige kaufen? Nee, die müssen erst morgen kommen. Heute? Morgen. Okay. Wieder hören. Abteilung für Schadensersatz. Ja, 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 ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Aha. Ah ja. Das tut mir sehr leid, von Ihrem Unglück zu hören. Ja. In welchem Zustand befand sich Ihr Fahrrad nach dem Unfall? Aha. Ah ja. Komm schon, gib mir mehr. Ich weiß, dass es für ein Versicherer ist. Aha. Ich will nur wissen, wie das heißt, der Versicherer. Aha. Geben Sie uns einen Moment. Danach haben die sicherlich was zu tun. Das heißt, da kann ich wieder nicht anrufen. Es scheint ja noch offen zu sein. Aha. Ich hätte ja gesagt, Besonnenheit ist der Name, aber Besonnenheit ist der beste Schutz.
Besonnenheit. Cassidy, Ohnmacht. Alice Cassidy. Alice Cassidy, Versicherer. Alice Cassidy, Besonnenheit. Aber das heißt, Alice Cassidy hatte ganze Berichten über Alkoholismus. Das ist sie, ne? Der Vater der freigesprochenen Frau, der Eigentümer der Hotelkette Cassidy. Cassidy Ohnmacht. Das war Tochter des Hotelmagnaten. Okay. Cassidy Alkoholismus. Das ist wahrscheinlich alles, was dabei rauskommt. Ich will ihr keinen Alk schicken. Aha. Dass ich gute Fortschritte mache. Versuchung weiter fernhalten. Ja. Ich bleib ein gutes Mädel und ich bleib da. Ich bleib da hartnäckig und bleib gut. Natürlich, natürlich folge ich ihrem Rat. Aha. Ich will nur wissen, wie der Versicherer heißt. Wegen der Ohnmacht. Wegen Ohnmacht. Dem Tag meiner Ohnmacht. Und danach gucke ich einfach kurz nach. Bring den Captain heim. Mhm. Dass du. Wie geht es hier? Gut. Das ist gut. Meine Schicht ist zu Ende. Super. Oh, ich habe was verpasst. Der Ochse. Das heißt, okay, das heißt, das kann wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man, wenn sie in der, da in der Küche ist, oder? Die Browns wieder. Habe ich Rache nicht schon? Nee, Rache habe ich schon nicht. Noch nicht. Kurto Benare Tugui. Ist das eine tatsächliche Sprache, oder? Da ist die mit dem Dämonenkind. Hundertprozentig. Aha. Das heißt, da kommt bald ihr. Oh! Hi! Dreihornhirsch. Das als ausgestorben gilt. Ich habe aber keine Lust, dass ich sage, okay, hier. Hier gibt es Dreihornhirsche und dann kommt irgendein Jäger an und sagt, oh ja. Zeit für was.
Guten Abend, mein Schatz. Tief geschlafen, mhm. Du armes Ding, du musst erschöpft sein. Es tut mir leid, dass ich dich geweckt habe, aber ich wollte dich unbedingt sehen. Oder ist es ein Alien? Sobald es nach Chilischoten riecht. Nee, aber das ist das. Das ist doch. Wo ist mein Telefon? Mein wissbegieriges Telefon. Da ist es. Aha. Fühle ich mich nur alt und abgehalftert. Aha. Oh, ich werd müde. Und? Stress, Panikattacken. Wieder der Stalker. Okay. Okay, das ist dir in dem Baby. Den großen Tag vorbereiten. Es ist so seltsam, dass ich keine Studien mehr habe, oder? Oh, ich war immer noch nicht hier beim... Wann geht's hier weiter? Noch 9 Stunden. Aha. Möglich bekannt zu machen, schweigen, begleiten sie ihre Frauen. Oh. Vor dem Kongress. Okay. Das war also die Zweifelprojekt wäre verwerflich. Die Frau ist hier hysterisch. Der Begriff Hysterie ist so. No bueno. Aber werden... Okay. Oh, vielleicht kann ich da anrufen und versuchen, irgendwie zu helfen. Artikel, bitte. Oh, shoot. Okay. Zeit für große Pizza. Und... 7 Stunden Schlaf. I don't know. Oh, Tag 16. Tag 16? Was? Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Hallo. Wohnung 16, Gentlemen. Sehr mysteriös. Für mir für dich gegeben. Etwas über Affen. Nichts verstehen. Also nehmen, nehmen. Okay, ich nehme es. Das schmeckt dir ganz bestimmt. Was? Was? Nein! No way! Aber ich habe sie nicht gerettet noch. Oh nein! Okay, du hast den Inhalt der Flasche in einem einzigen Schluck getrunken und innerhalb weniger Sekunden das Bewusstsein verloren. Als du zu dir gekommen bist, fühlte sich dein Körper sehr leicht an. So sehr, dass du angefangen hast, im Raum zu schweben und schließlich durch die Decke zu fliegen. Ich bin tot! Natürlich bin ich tot!
Und so bist du dann weit über den Himmel der Stadt hinweggezogen. Du bist frei zwischen Wohnhäusern und Wolkenkratzern getrieben, geschwebt. Und als du geblinzelt hast, konntest du sogar sehen, was in jeder einzelnen Wohnung vor sich hin. So glücklich warst du noch nie gewesen. Nein, ich konnte mir das alles nicht... Nein, ich habe das alles nicht lesen können. Warum habe ich auf Weiter gedrückt? Nein, nein, nein. Aber ich habe erleuchtete Affen. Ende 3 von 3. Yo. Yo, warum habe ich auf Weiter gedrückt? Warte, kann ich noch mal kurz auf... Geht es da weiter, wo ich als letztes... Ich dachte, es geht noch weiter. Ja, schlaf und dann komme ich gleich. Aha. Aha. Ja. Ich nehme es an. Aha. Mich haben die Cops nicht geschnappt. Ich weiß, entweder bin ich tot oder es ist eine Droge. Super high, genau. Am Ende deiner Reise bist du den Orakeln auf einer Wolke begegnet. Sie stellten dir folgende Frage. Wir sind 3, wir sind 6 und wir sind 1. Wonach suchst du? Ich will das Geheimnis des Käfigs des großen Primaten herausfinden, antwortest du. Okay, das ist auf jeden Fall der Lieferant, der Essenslieferant, der Meta-Typ und Walker. Oh, liebes Mitglied, das Geheimnis des Käfigs des großen Primaten war schon immer in dir, sagten sie im Einklang. Ich verstehe nicht, was meint ihr damit? Hast du erstaunt gefragt. Nun, das Geheimnis ist das große und einzige Geheimnis ist. Und als du es gehört hast, löste sich alles in einem blendenden weißen Licht auf, sogar du selbst. Und in diesem makellosen Licht der Essenz des Universums schwebst du nun wie ein Blatt in der unendlichen Strömung perfekter und vollkommener kosmischer Harmonie. Nachdem sie mit Misserfolgen zu kämpfen hatte, entwickelte Ashley Applegate zusammen mit ihrem Agenten ein neues Image und wurde zur Hauptfigur in ihrer eigenen Reality-Show The Hidden Gates of Ashley Applenude. Seit erzielen Fotos, auf denen sie angezogen ist, eine hohe Preise auf dem Schwarzmarkt. Nachdem er befreit worden war, starb Jason Miles während eines Urlaubs mit seiner Frau an einem Herzinfarkt. Er hatte sich geschworen, nie wieder in einen Aufzug zu steigen. Sein Zimmer lag leider im 18. Stock des Hotels. Nein. Die Stadt Los Dunas wurde so groß, dass sie zum Regierungssitz wurde und Kongress und Senat in die Wüstenstadt verlegt wurden. Heute erhalten alle gewählten Amtsträger nach ihren Vereidigungen 1500 in Casino-Chips, Dollar in Casino-Chips, eine Kiste schottischen Whisky und 2 Nächte Aufenthalt in einem Casino-Hotel ihrer Wahl. Ethan Edges Tod hatte Rekordumsätze zur Folge. Heute wird in bestimmten Kreisen gemunkelt, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat und der Künstler in Wahrheit nur auf seinen Heimatplaneten zurückgekehrt ist. Okay. Das Zentralmuseum feuerte Kevin Elgin nach dem Skandal um den Austausch der Büste des Pharaos Amenophis V. Er ist derzeit Direktor der Nationalen Gemäldesammlung, wo man ihm ebenfalls misstraut. Geschafft. Wir haben das erleuchtete Affenende. Ich wette, man kann den anderen noch irgendwie... Aber dang. Also es gibt auf jeden Fall noch 2 andere Enden. Ich glaube nicht, dass mein ins Krankenhaus kommen ein tatsächliches Ende war, aber... Ja. Ein Weg ist zu Ende gegangen. Die erste Serie, die wir hier auf dem Kanal tatsächlich beenden, ne? Wow. Das Finale. Puh. Okay. Ich wünschte, ich hätte noch die Astronautin retten können, aber... Gut, vielleicht schaffe ich das irgendwann in einem eigenen Run. Oder, wenn es dir gefallen hat und du sagst, da würde ich aber gerne noch mehr sehen, schreib es mir in die Kommentare. Vielleicht
Vielleicht spielst du ja nochmal. Ja. Was hättest du anders gemacht? Gab es tatsächlich irgendwo noch irgendwas, was ich hätte tun können? Hätte ich die Frau anrufen sollen, wo ich die ganzen Vokabeln gesucht habe? Ich hatte halt Angst, dass die Polizei oder dass die ganz normalen Nachbarn mich schatten. Naja, gut. Dann. Wir sind erleuchtete Affen. Yes! Okay. Falls es gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnieren, wenn du magst, und eventuell eine Glocke bingeln, aber nicht zu oft. Und wir sehen uns das nächste Mal. Winke, winke!